Ursprünglich als Aufwärmprogramm für Dogdancer entwickelt, ist Doggy Fit zu einem Riesentrend geworden. Die Kombination aus 11 Wendungen, kurzen Fußstrecken und Musik machen Doggy Fit leicht erlernbar und trotzdem interessant, weil es sich unendlich abwandeln und erweitern lässt. Verschiedene Musikgeschwindigkeiten lassen es langsam angehen, bevor man sich auf Profiniveau eintanzt. Ein Sport für jeder Hund. Auf Hundeplätzen peppt es auch ohne Musik die Gruppenunterordnung auf. Agility-Hunde nutzen es als Aufwärmrunde, Dogdancer bauen daraus ihre erste Choreo. Es ist auch für Hunde mit Handicaps oder ältere Hunde geeignet. Basisübungen wie der Hand-Touch bei größeren oder der Look-Touch bei kleineren Hunden machen ein sofortiges Training ohne Vorkenntnisse möglich. Die Vorstellung, ohne langes Training Gruppenchoreografien auch mit 10, 20 oder mehr Hunden spontan auf die Beine zu stellen, war ein Traum von Denise Nardelli, als sie Anfang 2002 die ersten Kombinationen in den Seminaren ausprobierte. Anfang 2007 überarbeitete sie gemeinsam mit Claudia Moser alle Schritte. Seitdem wird Doggy Fit europaweit mit den gleichen Begriffen unterrichtet. Präsentationen der zwei Instructors auf großen Hundeveranstaltungen ließen den Kreis der begeisterten Doggy-Fitter schnell anwachsen. In, Togi, Same, Weave, Flop, Out, Schrill, You, Way, Schrull, Flip heißen die Wendungen, die abwechselnd mit freudigem Fußlaufen in beliebigen Kombinationen zu Choreos zusammengebaut werden können. Einzige Konstante, immer 8 Schritte freudiges Mitlaufen und dann auf 8 weitere Zählzeiten eine der Wendungen. Es bleibt genügend Zeit, die Hunde zu belohnen und endlich sind einmal nicht die schnellen Hunde im Vorteil. Durch die einheitlichen Begriffe sind kurzfristige Absprachen und selbst ein Ferntraining möglich. Eine Erweiterung in den Trainingsgruppen durch neue Laufrichtungen und Formationen ist erwünscht und zeigt, wie leicht man kreativ sein kann, wenn ein Grundgerüst vorhanden ist. Der große Traum der Massenvorführung in der Sportarena rückt näher.